Klitschko ist der beste Boxer meiner Karriere. Er hat seinen Weg geebnet und ein großer Champion werden. Boxfans haben unterschiedliche Einstellungen zu den Klitschko-Brüdern. Viele Boxfans mögen die Klitschko-Brüder nicht, weil die meisten ihrer Kämpfe dem gleichen Szenario folgen. Es gibt wenige vorschnelle Entscheidungen, spontane Improvisationen und unerwartete Wendungen in ihren Kämpfen. Aber egal, wie sie über die Karriere zweier Brüder aus der Ukraine denken, zu sagen, dass sie nicht zu den größten Schwergewichten aller Zeiten gehören, ist völlig bedeutungslos. Gegen Tatsachen kann man nicht argumentieren. Wladimir und Vitali dominierten viele Jahre lang die Schwergewichtsklasse und stellten einen Rekord nach dem anderen auf. Heute sprechen wir über einen der Rekorde des älteren Bruders Vitali Klitschko. Davon, wie er auf dem Weg zum Meistertitel 26 frühe Siege errang, was zuvor im Schwergewicht niemandem möglich war. Dank dieser Leistung wurde Vitali Klitschko zum ersten Mal in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. Bevor es losgeht, an alle Boxfans liken, abonnieren und auf die Glocke drücken. Vielen Dank! Erinnern wir uns kurz an all diese 26 Schlachten. Wandsbek, Deutschland, 1996. Vitali Klitschko gegen Tony Bradham. In seinem ersten Kampf im Pro-Ring agierte Vitali in einem scharfen Angriffsstil. Der Kampf fand hauptsächlich auf mittlere Distanz statt. Bradham versuchte sich mit Körperbewegungen zu verteidigen und versuchte, aus nächster Nähe zu boxen. Aber er könnte nichts tun. Schon in der ersten Runde verpasste er anständig einen Schlag, an dessen Ende er niedergeschlagen wurde. Aber der Schiedsrichter hat gedacht, dass der Kämpfer einfach ausgerutscht ist. Doch bereits in der zweiten Runde schlug Vitalis kurzer Schlag auf den Körper den ohnehin unterdrückten Gegner komplett nieder. Tony fiel in den Ring und stand nicht auf, bis der Ringrichter bis 10 zählte. Es war der erste Sieg von Vitali Klitschko. Wiener Neustadt, Österreich, 1996. Vitali Klitschko gegen František Sumina. Zwei Wochen später kämpfte Vitali in Österreich mit der Slowakin Sumina. Aber der Kampf ging sehr schnell. Knockdown und dann Knockout in der ersten Runde. Frankfurt, Deutschland, 1996. Vitali Klitschko gegen Brian Sargent. Um in seinem dritten Kampf zu gewinnen, benötigte der Ukrainer zwei Runden und eine Serie von vier präzisen Kraftschlägen. Stuttgart, Deutschland, 1997. Vitali Klitschko gegen Mike Ackley. Der vierte Kampf gestaltete sich sehr kurz. Mike Ackley dauerte nur eine halbe Minute. Wandsbek, Deutschland, 1997.
Vitali Klitschko gegen Troy Roberts. Troy Roberts sah aus wie ein mächtiger, starker Typ, ein echter Athlet, aber am Ende des Kampfes war es in keiner Weise gerechtfertigt. Der wahnsinnige Unterschied in der Technik zwischen den Kämpfern und als Folge Klitschkos Sieg in der zweiten Runde. Köln, Deutschland, 1997. Vitali Klitschko gegen Calvin Jones. Calvin Johnson war mehr als 20 Kilogramm schwerer als Vitali, verbrachte 30 Kämpfe mehr als Klitschko im Profiring, kämpfte gegen Lennox Lewis und David Tua. Aber all das half ihm nicht, im Ring mit dem derzeitigen Bürgermeister von Kiew mindestens eine volle Runde auf den Beinen zu bleiben. Aachen, Deutschland, 1997. Vitali Klitschko gegen Derek Ruddy. Der Kampf mit Derek Ruddy ist einer der schönsten Kämpfe des älteren Klitschko in dieser Phase seiner Karriere. Zwei wendige, hochgewachsene, athletische Typen beschlossen, mit hohem Tempo zu kämpfen. Was dabei herausgekommen ist, sehen Sie selbst. Frankfurt, Deutschland, 1997. Vitali Klitschko gegen Cleveland Woods. Der Amerikaner hatte bis zur zweiten Runde ein freches Gesicht, bis Vitalis rechte Hand ihn hart traf. Aachen, Deutschland, 1997. Vitali Klitschko gegen Jimmy Hines.
Jimmy Hines war ein Typ mit Charakter. Nach einem Knockdown in der ersten Runde konnte er aufstehen und den Kampf fortsetzen, aber nicht lange. In der zweiten 3-Minuten-Periode wurde er ausgenockt. Hannover, Deutschland, 1997. Vitali Klitschko gegen Villa Hinton. Nach einem ähnlichen Szenario entwickelte sich der Kampf mit Will Hinton. Zuerst fiel der Amerikaner fast aus dem Ring, stand auf und setzte den Kampf fort. Und nach einem weiteren Niederschlag weigerte er sich zu kämpfen. Frankfurt, Deutschland, 1997. Vitali Klitschko gegen Gilberto Williamson. Gilberto Williamson war einer der hartnäckigsten. Er stand dreimal vom Knockdown auf und dauerte bis zur 6. Runde, aber nach dem 4. Niederschlag stoppte der Schiedsrichter den Kampf. Landen, Deutschland, 1997. Vitali Klitschko gegen Hermann Delgado. Delgado unternahm Versuche, in den Fähigkeiten des Boxens zu konkurrieren, aber in der 3. Runde sah er eher wie ein Boxsack als wie ein professioneller Boxer aus. Offenberg, Deutschland, 1997. Vitali Klitschko gegen Anthony Willis. Anthony Willis galt als Kämpfer auf einem Niveau, das Vitali noch nicht erreicht hatte. Tatsächlich sah Anthony besser aus als die vorherigen Gegner des Ukrainers, aber nachdem ich mehrmals niedergeschlagen wurde. In Runde 5 kniete er wieder nieder und beschloss, nicht wieder aufzustehen. Berlin, Deutschland, 1998. Vitali Klitschko gegen Markus Rode. Markus Rode sah ziemlich originell aus. Er versuchte sogar, zu Beginn des Kampfes ein wenig zu schnappen, aber dann verpasste er den harten Schlag von Vitali und beendete seine hervorragende Leistung in der 2. Runde.
München, Deutschland, 1998. Vitali Klitschko gegen Alden Belinsky. Der Bulgare Belinsky hatte nur 5 Kämpfe im Pro-Ring und gewann alle. Wie Vitali gewann er alle seine Siege durch K.O. Von Beginn des Kampfes an versuchte er, in den Nahbereich vorzudringen und seine Schläge abzugeben. Infolgedessen verpasste er jedoch auf einem Kollisionskurs ein Vielfaches mehr harte Treffer. Schon in der zweiten Runde fiel es ihm schwer zu verstehen, wo er war und was hier passierte, und verpasste dann einen weiteren Schlag und endete in einem harten Niederschlag, der sich in einen Knockout verwandelte. Köln, Deutschland, 1998. Vitali Klitschko gegen Luis Monaco. Luis Monaco wirkte äußerlich wie ein starker Typ, was ihm aber nicht half, mehr als 3 Runden durchzuhalten. Frankfurt, Deutschland, 1998. Vitali Klitschko gegen Levi Billups. Ich denke, Levi Billups erinnert sich kaum gerne an Vitali Klitschko. Trotzdem kann man nach einem so brutalen Knockout im Allgemeinen sein Gedächtnis verlieren. Aachen, Deutschland, 1998. Vitali Klitschko gegen Julius Frenzis. Der Kampf mit Julius Frenzis war als 12-Runden-Kampf angesetzt, dauerte aber nicht länger als die üblichen 2, obwohl es viel schneller hätte enden können. Lübeck, Deutschland, 1998. Vitali Klitschko gegen Dickie Ryan. Dickie Ryan hatte vor dem Treffen mit Vitali bereits 49 Kämpfe bestritten, 46 davon gewann er, meistens vorzeitig. Aber im Kampf mit Vitali sah er ungefähr genauso aus wie alle anderen Kämpfer, ein kleiner Kämpfer, der zu Beginn des Gefechts noch etwas ausrichten kann, versucht, auf kurze Distanz durchzubrechen und verfehlt dann nach und nach Methodeschläge. Trotzdem verbrachte er fast 15 Minuten im selben Ring mit Vitali Klitschko, was als nicht so schlechtes Ergebnis gewertet werden kann. Wandsbek, Deutschland, 1998. Vitali Klitschko gegen José Ribalta. Der große Kubaner José Ribalta zog den Kampf um die klassischen 2 Runden für Klitschko in die Länge. Miami, USA, 1998. Vitali Klitschko gegen Ricardo Kennedy. Ricardo Kennedy war ein geschickter Boxer, verlor aber in der Eröffnungsrunde. Hamburg, Deutschland, 1998. Vitali Klitschko gegen Mario Schießer. Einheimische Mauern halfen dem deutschen Mario Schießer im Kampf mit Vitali Klitschko nicht. Ein typischer K.O. in der zweiten Runde. Dieser Kampf zeichnet sich dadurch aus, dass der Sieger den Gürtel des Europameisters erhielt. Kiew, Ukraine, 1998. Vitali Klitschko gegen Francesco Spinelli. Und der Italiener Francesco Spinelli hatte einfach nur Pech. Die Brüder beschlossen, ihren Debütkampf in der Ukraine in Kiew zu bestreiten. An diesem Abend verlor Wladimir Klitschko sensationell gegen Ross Purity. Danach betrat der wütende Vitali den Ring, nicht um zu boxen, sondern nur um zu kämpfen. Er startete sofort kraftvoll und beendete den Kampf in der ersten Runde. Hamburg, Deutschland, 1999. Vitali Klitschko gegen Ismail Jula. Auch der französische Meister Ismail Jula schaffte es nicht, Klitschko dem Ältesten entgegenzusetzen. In der zweiten Runde verpasste er eine Reihe harter Schläge von Vitali, woraufhin er in den Seilen zusammenbrach.
Er stand auf, konnte aber nicht fest auf zwei Beinen stehen. Der Weg zum Meisterschaftskampf war geschafft. London, Großbritannien, 1999. Vitali Klitschko gegen Herbie Hede. Herbie Hede hat in seiner Heimat London bereits seinen 4. WM-Gürtel verteidigt. Anfangs sah er wirklich gut aus, er hat sogar die erste Runde sicher zu seinen Gunsten gewonnen, aber im zweiten gelang es dem Ukrainer, die Distanz zu finden, die er brauchte, und lieferte eine kraftvolle Serie von Schlägen ab und der Schiedsrichter zählte den Niederschlag. Herbie stand auf und setzte den Kampf fort, war aber nach ein paar Sekunden schon K.O. Oberhausen, Deutschland, 1999. Vitali Klitschko gegen Ed Mahone. Am 9. Oktober desselben Jahres bestritt Vitali seinen 26. Profikampf und besiegte Ed Mahone vorzeitig. November 1999, der Name Vitali Klitschko wurde in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. Als erster Weltmeister im Schwergewicht, wer durch K.O. 26 Kämpfe gewonnen hat, indem sie die wenigsten Runden dafür ausgeben. Ich stelle fest, dass Klitschko Senior sogar die Ergebnisse von Iron Mike übertroffen hat. So wurde Vitali Klitschko in 26 Kämpfen Weltmeister, siegte in allen vorzeitig und kam ins Guinness-Buch der Rekorde.